Ja, Super Mario Star Road ist beendet, aber ich lasse es mir nicht nehmen, euch noch ein, zwei Secrets zu zeigen, die ich gefunden habe oder die mir geschrieben wurden. Beispielsweise kann man doch auf den Turm ganz nach oben kommen. Und zwar, wenn man dafür ein Secret in einer anderen Welt findet. Und so kommt man dann theoretisch auch legal zu diesem einen Tort, der einem diesen Castle Secrets da gibt. Wenn ich hier jetzt nochmal hochkomme, jedenfalls. Kann ich es zeigen? Ja. Hier kommt man eigentlich anders hoch. Man startet dann ganz dort oben. Wie? Zeige ich euch jetzt. Sicherlich erinnert ihr euch an Cloud Rail Station und diese geheime Röhre da, die uns dann zum Schalterpalast der Fliegencappy gebracht hat. Nenne ich jetzt das Teil mal. Die rote Box und Mario, bitte lande richtig. Ach komm, tu uns das nicht an. Das Spielchen hatten wir doch schon. What the fuck? Also das war die lameste Invisible Wall im gesamten Let's Play. Das ist lame. Nun denn, jetzt sind wir drin. Und es gibt genau hier ein Secret. Das, also ein Secret im Secret sozusagen. Das habe ich im normalen Let's Play nicht gefunden. Da habe ich den Stern mir eigentlich einfach nur so ein bisschen ercheatet, wenn man das jetzt mal so will, weil ich bin ja da, wie ich es eben gezeigt habe, den Berg mit einem Dreisprung hochgesprungen. Das aber auch nur, weil es mir jemand geschrieben hat. Ich dachte, das wäre richtig so. Ich wusste nicht, dass ich da ein bisschen so einen anderen Weg eingeschlagen habe. Naja, wie man den Stern regulär bekommt, das zeige ich euch hiermit. Und ich weiß echt nicht, was wahnsinniger ist, den Stern normal zu holen oder so, wie ich es gemacht habe. Weil ich meine, das ist auch schon ziemlich lame. Hier ist ein Geheimgang. Och Mann, Mario. Kann man das auch so? Nein. Ich hab dich lieb. Wir haben dich lieb. Deswegen spielen wir deine Spiele immer und immer wieder. Aber du regst uns halt auch manchmal echt auf. Zum Beispiel mit solchen Aktionen. Nein, ein bisschen zu früh. Aber zum Glück habe ich diesmal an den Safe State gedacht. Der Typ ist doch echt der Hammer. Jetzt. So, hier ist ein Gang mit einer Röhre. Und nun, schwuppdiwupp, sind wir hier. You found a secret entrance to the lookout. That's right. Und hier gibt's Fliegencappy. Und ja, kann ein bisschen rumfliegen und wie gesagt auch zu dem Toad kommen, der diesen Castle Secrets da hat. Nun kommen wir zu einem weiteren Secret, was ich persönlich echt mag. Also das habe ich auch von einem Abonnenten. Und das ist eine super schöne Idee. Ach, was laber ich drumherum? Ich zeig's euch einfach. Dieses Secret befindet sich hier bei Star Road. Und wir waren da schon mal ganz nah dran. Hier gab es auch einen Castle Secret Star von einem Toad. Und ich glaube, ich hatte versucht, hier hochzukommen und dann gemeint, das geht gar nicht. Es geht doch. Ja, schon hat's geklappt. Und hier ist dann eine geheime Kanone. Was kann man damit tun? Man kann sich auf diesen Berg hier schießen. Das muss jetzt klappen. Nicht ganz. War klar. So, aber. Auch nicht. Mann. Jetzt ist perfekt. Genau. Draufstellen. Und nun sind wir plötzlich in Super Mario World. Zumindest die Spezialwelt von Super Mario World, nachdem man
ja, die Sternenwelt abgeschlossen hat. Die einzelnen Level kann man zwar nicht betreten, aber es schaut gut aus und es gibt One-Ups. Das hat doch etwas Schönes Nostalgisches an sich, oder? Schönes Secret. Das sind die beiden mir bekannten Secrets. Ich hoffe, ihr kennt sie noch nicht und betrachtet sie jetzt selbst. Wenn man zurück will, einfach wieder auf den Stern stellen. Ja, das war's dann endgültig mit Super Mario Star Road. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Wenn ihr den letzten Part noch nicht gesehen habt, der müsste heute gekommen sein. Part 35 mit den letzten Sternen von Yoshi, die Replica Stars. Und ja, es kommen mit Sicherheit noch andere Mario 64 Hacks. Und das Original habe ich ja auch noch nicht durchgespielt. Da kommt sicherlich auch noch was. Bis denne. Ciao.